This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Hi, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Ja, ich habe gerade mal wieder so eine Sache, was mir aufgefallen ist, dass Leute, im Moment, euch ist sicher schon aufgefallen, ich kennzeichne jetzt öfter Videos, wo denn irgendwie enthält Produktplatzierungen oder ist ein gesponsertes Produkt eben drin steht oder wo auch mal eine Werbung, ein Werbelogo drin ist. Ja, und jetzt habe ich heute gerade wieder von jemandem ein Viewer, der mir denn mangelnde Authentizität dadurch, dass die mir abhanden geht, weil ich jetzt auf einmal gesponsert werde. Und da muss ich jetzt echt... Macker, seid ihr naiv? Seid ihr so naiv, dass ihr das überhaupt nicht peilt, was los ist? Ich werde seit Jahren werde ich gesponsert, dass man einen YouTube-Kanal für euch macht. Basiert nur darauf, dass man gut mit Firmen zusammenarbeitet, dass man euch so viel Content liefert, dass man euch jede Woche zig Neuigkeiten vorstellt, neue Produkte, neue Sachen, dass ich irgendwohin verreise und Ausrüstung mit habe. Das passiert doch nur, das funktioniert doch nur, wenn irgendwie, ich kann doch nicht, ich fahre in Urlaub, das kostet mich ja auch Geld, ich fahre weg und mache, und wenn ich dann neue Produkte habe, ich kann, was seid ihr naiv, zu glauben, dass man sich alles selber kauft. Der Punkt ist ganz einfach, meine Authentizität ist, ganz einfach, ich arbeite auch mit Firmen zusammen und arbeite Frage nach bei Produkten, die mich persönlich interessieren, die ich von vornherein aus meiner Outdoor-Erfahrung, die in mein Beuteschema fallen, wo ich sage, das hat das, das, das und das. Das ist mein Produkt, das könnte genau passen. Und wenn ich dann dieses Produkt habe, ich kann doch von außen sehen, aus meiner langjährigen Erfahrung heraus, dass ich das gut finde. Du kaufst da auch irgendeinen Gegenstand, eine Jacke, weil die das, das und das und das hat. Und wenn sie das und das hat und du plünderst sie dir über den Arsch, dann ist sie doch, und sie passt und du findest die schick und sonst was, dann ist sie doch für dich passend. Dann sagst du aus deinem Beuteschema, aus deiner Erfahrung heraus, das ist mein Produkt. Wenn ihr nun aber einen YouTube-Kanal habt und müsst Content liefern oder liefert Content für euch umsonst, und da seid ihr totennaiv, wenn ihr glaubt, dass das denn nicht authentisch ist. Ich bringe ja Kritik an. Also ich nehme mir schon heraus, kritisch zu sein. Aber es ist ganz einfach so. Ich besorge mir ein Messer. Oder ich kaufe mir ja auch manchmal Messer. Aber ich besorge mir ein Messer und sehe da Attribute, die ich gut finde. Oder herausragend oder bemerkenswert. Und aufgrund dessen sage ich das, da machst du ein Review drüber. Ich reviewe nicht irgendwelche bekloppten Taschenlampen, wo irgendeine Cree XMD, XM12, sonst was, LED, der einzige Unterschied zwischen irgendwas ist, wo die alle gleich aussehen, die alle aus der gleichen chinesischen Fräse fallen. So einen Scheiß mache ich gar nicht erst, weil das ist doch totenlangweilig. Aber ich wundere mich über diese Anfeindungen, die dann kommen, dass Leute, die für euch kostenlosen Content liefern, also wirklich, ihr zahlt da ja nichts für, ihr guckt da rein und dass ihr dann aber noch das bewertet, dass derjenige, dass das für euch dann nicht mehr authentisch ist, das ist doch totenblöde. Wenn ich euch, ihr wollt irgendwas sehen, ihr seid zu geizig für euch. Also wir kaufen ja auch noch zusätzlich ziemlich viel zu. Also wenn ich so geizig wäre wie der gemeine Viewer, der mir anlastet, dass ich ein gekauftes Schwein wäre, dann muss er, was, also der gehört, wir,
na, wie soll ich das mal formulieren? Da gehört ja echt, ja, Geiz ist das schon, wenn man sich in gewisser Weise nur darauf verlässt, was andere euch sagen, wenn ihr in YouTube-Videos guckt und um dann zu sehen, ob das euer Gerät ist. Ich gucke kaum YouTube-Videos. Ich gucke mich aber um, bin Zeitschriften, Magazine, was so anliegt, auch in Foren, da kriegt man viele, viele Neuigkeiten mit. Und wenn dann irgendwas in mein Beuteschema passt, wo ich sage, hey, das ist ja mal herausragend, oder wenn ich ganz schnell bin, ganz am Anfang auf Messen, da gehen wir rum und viele YouTuber gehen da rum und gucken sich Dinge an und sehen dabei frische Produkte, die am Puls der Zeit sind, um sie dann für euch darzustellen. Und im Idealfall stellen sie das dar, indem sie das dann vielleicht sogar noch gesponsert kriegen von irgendeiner Firma. Aber erstmal ist doch die Auslese von mir da, dass ich sage, ey, das ist interessant. Und nicht irgendwelchen Scheiß ich euch vorstelle, der nichts taugt. Ich wundere mich, dass die Leute so naiv sind, so naiv, dass sie denn, wenn dann da das jetzt drin steht, enthält bezahlte Promotion. Das ist, damit ich keine Abmahnungen bekomme, weil wo ist denn der Unterschied, wenn ich mir ein Taschenmesser kaufe und mache ein Review drüber und dann kommt irgendein scheiß Abmahnanwalt und gibt mir eine Abmahnung, dass ich das nicht als bezahlte Promotion deklariert habe, dann habe ich den Ärger an der Hacke und muss für euch noch Prozesse führen, weil ich mein eigenes Taschenmesser euch reviewt habe. Und wenn ich dann eins gesponsert kriege, dann und schreibe das nicht rein und dem fällt das nicht auf, habe ich keine Abmahnung oder umgekehrt. Also es ist ja scheißegal, wie das passiert. Also ich bin in dem Moment egal wie angreifbar, wenn ich mir Sachen kaufe. Und nun macht man generell einfach zur Sicherheit, schreibt man rein, enthält bezahlte Promotion. Was ist da verwerflich dran? Das gesamte YouTube-System ist ein Promotion-System. Und dann werft ihr denen, die euch den Content liefern, vor, dass sie nicht authentisch sind, weil sie zum Teil gesponsert werden. Ja, was denkt ihr denn, wie das überhaupt läuft? Wie soll denn überhaupt das funktionieren? Wenn das kann sich doch sonst keiner kaufen, diese Mengen an Ausrüstung. Also, ehrlich, willkommen in der Welt. Also, da, hallo. Jetzt seid ihr, was, das ist ja schon faszinierend. Naja, ich will mich da nicht zu sehr reinsteigern. Ich wundere mich nur, wie lächerlich das manchmal ist. Also, was da an Anfeindungen und wie die Leute versuchen, dir einen Strick aus einer Sache zu drehen. Egal, wie rum du das machst, ne? In erster Linie muss ich mir selber in den Spiegel schauen können und meine Sachen gut finden, die ich da mache. Und das kann ich. Und ja. Also, in diesem Sinne, Jungs, denkt mal ein bisschen mehr nach, wenn ihr Videos guckt. Könnte helfen. Danke. Tschüss, bis denn. Vielleicht beim nächsten Mal auf Jack Knives Kanal. Bis denn. This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon.